Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Es ist, ja, ziemlich, sagen wir, viel los, ja, eventuell. Aber vor allem, ja, nicht gerade so spannend, ihr seht's. Also, ihr seht's. Die ganze Zeit hocken alle immer vor unserem Bind und wollen besiegt werden. Okay. Können sie machen. Too many. Südost. Ost, Süd. Also. Nee, geh lieber nicht. Geh lieber nicht. Also ich... Okay. Wir machen das so. Wir sterben halt immer wieder. Nee, ich will eigentlich ja, Level 50 werden wegen den Warmaster Coins. Und den Bonus dazu. Aber, ja, ihr seht's. Ihr seht's, ihr seht's, ihr seht's. Aha, und Syrtis Angriff, okay. Südost. Sollten alle eigentlich hier sein. Aber gut, ja. Gehen wir mal mit Schlitzohr mit davor. Hm. Da ist einer. Okay. So, markiert. Jetzt müsst ihr ihn aber auch besiegen. Ja, toll. Wieder fehlgeschlagen. Man kann einfach immer auf die Schnauze. Was kann man da machen? Man ist einfach noch zu low-levelig. Zu schwach. Aber Leute! Ihr müsst einfach noch mal ein bisschen besser spielen. Aber alle haben sich sofort abraffen lassen. Also sofort alle tot. Da habe ich natürlich keine Chance als noch low-leveliger, noch schwächer. Es ist wieder mal typisch. Alle haben sich abraufen. Ja, wegen Schwindel habe ich nichts machen können. Ich habe mir aber auch Spandel Ding einsetzen wollen. Beweglichkeit. Aber habe ja Schwindel gehabt. Und sieht ja auch so gut. Man sollte irgendwie optisch torkeln oder sonst irgendwas. Aha. Okay. Wir machen das anders. Kein Bock auf Leute, die böse sind. Wie die Irgen. Die Gegner, die Hauptgegner von uns momentan. Ja, es ist leider so. Momentan sind eigentlich nur die Igen da. Okay, auch Syrten, aber die Syrten versuchen immer uns irgendwie auch ein bisschen zu helfen. Nur, ja. Ihr seht es. Mann, was ist es eigentlich momentan? Es ist kein Kriegsspiel mehr, sondern irgendwie so ein Durcheinander. Ich finde es so cool, dass mich die dich nicht sehen, aber ich denke immer so, ja, jetzt muss ich dem aus dem Weg gehen. Aber ne, die sehen mich nicht. Vor allem, wenn man irgendwo in den Bau rein kann. Sieht. Ich will eigentlich, ja, warten, bis der jemand angreift. Das sind Barbaren. Es sind eigentlich nur noch Barbaren. Das ist die einzige Klasse, die eigentlich momentan. Ja. Ja. Ja, gut. Dann denn mal. Ja, dann halt nicht. Oh, kommt jetzt, dann denn. Das ist das. Ja. Mann, die Leute. Ah, oh, Mann. Man möchte jemanden jagen und die. Nö, kein Bock. Nö, kein Bock. Nö, kein Bock. Ich bin jetzt mit dem Barbar mehrmals gestorben, weil ich einfach mal etwas riskieren wollte. Aber nö, die Leute, nie Bock, nie Bock. Die haben einfach zu viel Angst, die also. Endlich kommen mal welche. Mann, ich will meinen ersten Kill haben. Ich bin schon so mega ungeduldig. Wieso haben die wieder so mega Reichweite? Glaub's ja nicht. So 550 Meter. Oh je. Ja. Wieso sind die Ecken so mega masslos über. Bevölkert. Können wir halt nicht viel machen. Ja, jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Hm. Immer dann, wenn ich irgendwas machen will. Ich muss einfach mehr Reichweite auch haben. Und dann habe ich es ein bisschen leichter, aber man ist ja limitiert auf 30 plus 23
aber auch nicht mehr nur für kurze Zeit. Okay, einen haben wir schon mal. Der bleibt mal unten. Gut. Ja, ja, die Schützen. Also, die Schützen ist mein Hauptproblem als Jäger. Das ist nicht normal. Wie ungeduldig. Also wie nervig das ist. Ja, genau. Immer abbrechen, ne? So, wir greifen lieber den an. Ist zwar auch nur ein Ritter, der macht auch wenig Schaden. Leute, hinter euch ist ein kleiner Kampf. Wir müssen nicht immer nach vorne schauen. Ja, manche Spiele haben überhaupt keine Übersicht. Hallo, greift ihn doch an! Oh, Mann. Wenn man das Arme manchmal erdulden muss. Ja, genau. Ja, genau. Niemand greift ihn an. Mann, ich will doch den Killpunkt haben. Mann, niemand greift an. Beschissen. Ja, gut. Man muss halt sich gedulden. Was ist denn das wieder für ein Angriff? Von welchem Gegner, ey? Ja, hat man wieder null Chancen. Weißt du, die Leute hauen immer nur ab und lassen die Schwachen vorne. Oh, ey, das ist so nett. Ich überleb's. Ich überleb's. Aber so beschissen, ey. Es ist ein völlig beschissenes Kampfsystem. Also, ja. Wie wir einfach unter dran sind, immer wieder auf die Schnauze kommen müssen, weil manche echt schnell immer wieder sich töten lassen und dann wieder zurückgehen. Es ist halt immer hin und zurück. Das habe ich einfach gar nicht gern. Sorry, dass ich kritisiere, aber das ist einfach nicht in Ordnung, dass man immer wieder hin und her geschleudert wird. Man kann nicht mal abhauen. Man muss immer schauen, dass man früh genug abhaut. Weil eben die Sitten und die Icken sind mega über... bemannt. Und deshalb, ja, macht es mir auch so mega Schwierigkeiten. Ich bin halt auch nicht einer, der gerne stirbt. Aber heutzutage will ja jeder irgendwelches, Ding, Battle Royale machen. Ah, okay. Liebes Spiel, hast du dich aufgehangen? Gibt's heute hängende Hänge? Oh, ich kann fliegen. Ah, Server does not work. Anymore. Okay. Aber immerhin bitte. Oh, mein Mega-Hänger, ey. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht angreifen. Das Spiel will nicht mehr. Ich greife schon den ganzen Tag an. So, jetzt greife ich wieder. Okay. Es ist wirklich mordsmäßig am Leben. Können wir gleich mal schauen. So. Wir haben 151, 122. 27, 122, okay. Aber irgendwie, ja, Leg Spikes wahrscheinlich wieder. Aber ich will nicht. Beschießen. Ach komm, ey. Blöder Wicht, ey. Wieso tauchst du jetzt auf? Wieso bist du überhaupt bei mir? Ich hab dich nicht angegriffen. Nein. Die Mächte sind die bösesten, schlimmsten Personen auf diesem Server. Nicht. Sind ja keine besser. Ja, jetzt können wir sie wieder. Jetzt geht's ja eigentlich wieder ein bisschen besser. Aber könnt ihr mal etwas machen? So, jetzt. Wir sind einfach vorne. Wir bleiben vorne. So. So, wir müssen ein paar Gegner töten können. Ah, das kann man leider nicht einsetzen. Ja, die sind sofort tot gewesen. Schade, ich wollte eigentlich einen der Fleet kurz ticken. Was machst du da am Boot? Ach ja. Schon schwer manchmal. Die Ritter werden einfach in Ruhe gelassen. Machen wir doch das mal so, damit er... Ja, geblockt, genau. Kann man so einen Angriff blocken? Der ist ja AOE.
Also dem kann man gar nicht ausweichen, weil er always. Demon Storm, hä? Der ist gar noch nicht Level 60, ne? Aber der ist schon recht sehr. Na, wahrscheinlich einer, der sehr gut spielt, also schon sehr lange spielt und so. Sollte mal wieder so ein Free-Ding geben, so eine Liga oder so, dass die Spieler wieder mal von Null anfangen müssen, weil manche sind schon so extrem ausgerüstet, dass sie einfach, egal wie, immer gewinnen. Ja, aber das ist jetzt schon 13 Jahre, ja, ungefähr noch 12,5 Jahre. Schon am Laufen, jeder hat die Items schon, die er braucht, ja, von den Profis. Das ist klar, dass man bei vielen keine Chance hat. Greift doch nicht immer Monster an, das irritiert mich. Ja. Gut, habe ich wieder mich ein bisschen erholt. Goblinjäger, Belohnung für Gefangennahme. Welche Goblin? Was ist denn das? Hä, gibt's wieder einen Goblin? Gibt's wieder einen Grinch oder so etwas? Hä? So haben wir jetzt hier Geld bekommen. Kann mir das jemand erklären? Ist das ein Event oder so etwas? Gefangennahme von einem Goblin. Welchen Goblin denn? Und wieso ist das? Goblin. Keine Ahnung. Steht auch nicht in Form im Discord. Nö, steht nichts. Steht einfach, dass Warmaster Kölns jetzt momentan noch ganze Wochenende ist, dass er eigentlich jetzt da wieder weg ist. Aber ich bin ja nicht Level 50, deshalb kann ich jetzt noch nicht farmen. Mit dem Ritter möchte ich, mit dem Baba möchte ich jetzt noch nicht. Der ist jetzt bald Level 58, ne? Und der möchte aber lieber noch den Booster einsetzen beim Monstern, weil ja, er kann fast kaum etwas machen. Er wird die ganze Zeit gestunt und deshalb tue ich lieber jetzt einfach Warzone mit dem Jäger machen, obwohl er viel schwächer ist. Naja. Kann man nichts machen. Schon wieder einer. Oh, schade. Geh doch rein. Geh doch nicht rein. Geh doch nicht rein. Ja. Jetzt kannst du reingehen. Killen. Killen doch. Okay, ich hab. Ja, ja, ja. Wie wir langsam sind. Ja, die werden vorne wahrscheinlich mehr Käse jetzt holen. Ah, gut, sehr gut. So, einen nochmal markiert. So, wir schauen, dass nicht jemand von hinten angreift oder so. Ja, und die greift dir nicht an. Okay, wenigstens hier mal mit deiner Party endlich mal wieder. Wie man einfach nie eingeladen wird, weil man immer wieder volle Partys hat. Wieso sind nur 8 Leute in einer Party erlaubt? Das ist unglaublich. Also, Mann! Leck mal, du stinkst. Bin wieder am Nerven. Am genervt sein von der Regnung. Aber das ist man manchmal, vor allem wenn man Wichtiges zu tun hat, also schnell vorwärts kommen will und so. Dann ist man einfach genervt. Das müssen die Leute von Regnum wissen. Aber sie sind ja die besten Fans, die haten alle, die halt das Spiel ein bisschen runter machen. Deshalb habe ich so viele Dislikes jetzt bekommen. Aber ja, ich mache das Spiel weiterhin runter. Es ist halt nicht so besonders gut, dass man jetzt sagen kann, ja, ich muss nicht haten. Greif nicht immer so schnell an. Ich will auch noch ein bisschen etwas vom Kuchen abhaben. Es ist ja eben gut. Also ich finde es sogar besser, als alle denken. Aber manche Sachen nerven einfach zu viel. Und dann ist einfach wieder das Problem, ich darf mich nicht auslassen.
Ich bin aber einer, der sich halt auch ein bisschen wichtiger tut den Games, also ein Tester ist, oder? Der auch etwas zu bemängeln hat. Und darf nicht etwas bemängeln. Ich darf nichts machen, scheinbar. Das ist so ungerecht, oder? Gut, ihr wollt vielleicht Positiveres hören. Aber ja, was soll ich positiv sagen? Oh, jeden Spieler loben. Oh, nein, das kann ich nicht. Also, das ist halt einfach etwas für Leute, die Werbung machen für das Game. Aber ihr seht's ja. Ich mache keine Werbung, also bin ich jetzt so wie Ding. Man greift an, ihr Idioten. Oh. Manchmal seid ihr wirklich blöd oder... Ja, greift sie doch an. Die sind nur fokussiert auf das Tor. Das ist völlig blöd, ey. Greift doch an, wenn sie doch angreift. Ja, komm, wir jagen sie jetzt, aber vorwärts. Das sind halt alles Low-Leveliger auch noch dabei. Ist klar, wir werden wahrscheinlich keine Chance haben. Also wenn jetzt mehr kommen, dann hau ich ab. Sollen wir Zauber abgebrochen werden? Das sind zu viele. Ich denke, wir werden jetzt dann sterben, deshalb lieber tarnen. Oh Gott. Und das einfach mal auch wird gehen. So geht's denn nicht. Ich werde nicht angegriffen. Okay. Clan-Ziel abgeschlossen. Sehr schön. Ach Leute, kommt doch endlich. Ihr merkt doch, dass wir angegriffen werden. Also ihr könnt es ja erahnen. Die Spiele sind manchmal sowas von flach. Also, ja. Gruppieren sich nicht, oder? Ja, genau. Wieder 200 Angriffsreichweite. Das Kampfsystem ist so ein Shit manchmal. Aber gut. Kann man nichts machen? Ja, ich werde wieder fokussiert, ich weiß. Ich werde immer fokussiert, weil ich eine Lederrüstung trage und nicht irgendwie so ein mega glänzendes Teil. Ja, jetzt sind alle wieder weg. Okay. Schade. Kann auch noch markiert werden. Was ist der so frei? Ist ein taktisches Spiel. Okay. Dann ist es leider schon wieder weg. Also, ja, die Gegner sind auch wieder tot alle. Ah, kommt heute echt keine XP über. Ja, gut. Dann greifen sie wieder an. Jetzt müssen wir wieder hier hin. Das ist schon extrem nervig manchmal, dass man da so vieles beachten muss. Es ist ein mega taktisches Spiel. Das ist halt so. Ja, jetzt kann ich das nicht gut angreifen. Greifen jetzt sofort an. Ich denke, ja, ich sehe, also wir haben schon recht viel. Boah, ich habe 5 HP. Ich habe 5 HP! Ja, ich müsste Bashi werden, damit ich intelligent irgendwie. damit ich den Leuten ein bisschen helfen kann. Aber die Heiler, also die Beschwörer, sind manchmal echt. Haben null Übersicht. Okay. Kann man das irgendwie jetzt mal kurz ändern? Ja, es geht nicht mehr. Das ist broken. Ich glaube, man kann, wenn man jetzt im Angriff ist, gar nicht mehr so richtig etwas machen. Man ist einfach am verlorenen Posten. Das haben sie irgendwie geändert. Früher war das möglich. Ah, weil vielleicht sie sehen mich, wie ich mich tarne. Deshalb. Oh. Aber das muss ich natürlich auch wieder ein bisschen herausfinden. Jetzt nochmal. Aber diesmal umso mehr. Umso besser. Jetzt ist es.
Das ist es halt, es geht halt immer hin und her. Es nervt ein bisschen, aber da müssen wir durchhalten. Also jetzt werden sie wahrscheinlich Sarmal einnehmen. Dann werden sie wahrscheinlich Augsburg einnehmen wollen. Wir müssten also jetzt relativ irgendwas mit den Türmen machen. Oder, ja, nochmals eine Gruppe irgend suchen, die kleiner ist als die, die jetzt uns angegriffen hat beim Sommerfort. Aber, wie am besten. Da levelt jemand, glaube ich. Irgendwo hier levelt jemand von der Gruppe. Ja, er läuft einfach. Er läuft. Er läuft dahin, ja. Gut, aber ich bin ein bisschen schneller als du. Was heißt eigentlich Beachy? Viele Leute haben Beachy am Ende des Namens. Peyote. Keine Ahnung. Beachy. Justin Bieber, aber verkehrt herum. Gut. Also, mal tarnen. Ah, schwer ist die Teile. Dass man sich tarnen kann. So bist du Syrtis. Ich mag es nicht, wenn die Eisen grün sind. Es sind viele grün. Also einer hat ein grünes Pferd, das irgendwie limitiert war. Genau. Wie kann der mich angreifen? Er sieht mich ja nicht. Blöder Wächter. Der gehört geschnitzelt, alter Wächter. Oh, du zerstochen eher mit dem Jäger. Aber manchmal mache ich extrem viel Schaden. Dann habe ich natürlich echt Lust, noch mehr Warzone zu machen mit dem Baba, aber ja. Stunt doch die Gegner nicht immer so lange. Sterben wieder und wieder. Ist der jetzt nicht tot? Echt? Ihr habt den nicht töten? Getötet? Ey. Oh. Du Topira. Ja. Regenbogen. Ja, geh lieber ins Ding rein. Okay. Der Gegner ist weg. Ah, es geht wieder viel zu lang. Okay, der andere ist auch weg. Ich möchte aber einfach. Ah, der eine kann fliehen natürlich. Weil wieder nicht beachtet wird. Es ist echt, in diesem Spiel ist ein extremes Übersichtsproblem. Kann doch nicht sein! Ah! Wie viel Reichweite die haben! Es ist unglaublich. Immer alle zu viel Reichweite. Die können von dort oben, ja. Aber es ist klar, ich habe noch viel zu wenig Defensive. Das geht schon noch einige Zeit. Klar, dass alle Wächter hinter mir her sind oder hinter dem anderen. Was ist das jetzt eigentlich für ein Ding gewesen? Wow, wie wenig ich eigentlich geholt habe von denen, die im Lager drin waren. Wenn man einfach mit dem Bogen jetzt nicht so. Es sind halt alles diese Spells, wo man über die Ding kommt, über den Zaun, die Palisade. Und dann hat man natürlich nicht so Chance, da alle Keys zu holen oder so. Muss ich noch ein bisschen besser können. Ein bisschen besser taktisch kämpfen. Also, ja, ein bisschen lernen hat. Gut. Ja, wir bekommen aber eben sehr, sehr wenig Erfahrung. Ich müsste eigentlich jetzt so langsam echt auch mit dem Jäger XP Boost einsetzen beim Monster. Damit es so Level 51, 52 ist. Und dann den guten Bogen habe, damit ich den vielen kritischen Chance.
Und ich glaube, er ist schnell oder mittel. Ich glaube, er ist mittel. Aber Reichweite 30 und so. Und dann wird es besser gehen mit Warzone. Es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr so viel Warzone geben. Oder vielleicht schon viel. Wenn ich den Barbar einfach Level 59 bis 60 habe. Geht ja nicht mehr lange. Ja, ganz viele nach Norden, Osten, Südost. Die werden alle in die Falle tappen, weil sie reiten. Ah, Nuki. Nuki einfach immer online. Was bist du für ein Zuchti? Der beste Zuchti, den es gibt. Ja, Zuchti muss man können. Das ist ne. Okay. Zu viele verstreut. Tor ist offen. Ja, Leute, jetzt müsst ihr nicht schon wieder sofort reingehen. Jetzt müsst ihr ein bisschen taktischer spielen. Aber gut. Viele sind halt jetzt auch schon durchgecrasht. Hier, was darf mich denn? Donnerschlag. Nein. Ich werde einfach gestunt ohne Stun. Okay. Ohne Zahl. Wir sterben natürlich wieder, weil wir draußen sind und die da drinnen sind. Sterben nicht. So. Ja, gut. Ja, zu viele Ecken. Wehe, wenn ich noch abgeknallt bin, ja klar. Seelenstoß, ey, Manspeed. Wird verfolgt. Ich hab's. Okay, dann sterbe ich halt wieder. Ich bin wenigstens eine gute Sterbe. Ich freue mich immer, wenn ich lebe. Was ist denn das? Ein Scheiß. Jäger natürlich. Lass mir doch auch eine Chance. Hier. Aus einer Markierung. Und ja, komm. Ich muss nicht immer so hart kämpfen. Machst du gar nicht Schaden. Was ist der? Normal? Schwer. Der macht so wenig Schaden? Okay. Komisch. Ich dachte, der hätte irgendwie mehr Schaden gemacht, aber ich habe ja schon wenig Leben gehabt, scheinbar. Aber also, habt ihr gesehen, wie lange der gebraucht hat, bis er mich getötet hat? Wahnsinn. Ja, leider sind eben die Ecken zahlenmäßig megast überlegen. Das kann man einfach nicht machen. Von jeder Seite sind ja die Leute gekommen, die Ecken. Ist schon heftig. Wir haben einfach keine Chance haben, aber ja, alles feedet auch nicht so. Ihr müsst nicht immer vor Ort einnehmen. Ihr wisst ja, dass ihr zahlreich überlegen seid. Aber alles, ne, also, ja. Es ist halt immer so. Man muss halt immer mit denen mitgehen und dann auch sterben. Oh, fühlt man sich ja super. Oh, ich will auch sterben. Oh. Ja, sehr verstreute Party. Ja, gut. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann könnte ich noch ein bisschen mehr leveln jetzt. Aber leider muss ich jetzt wieder Sport machen. Jetzt mag ich schon langsam nicht mehr Sport wegen Coronavirus. Ich kann ja nicht mehr irgendwie, ja, auf einem Feld mit anderen spielen. Ich darf es ja nicht mehr. Also nochmal einen Versuch, oder? Also es ist ja schon 21, also gut. Kein Versuch mehr leider. Aber im nächsten Part geht's dann weiter. Tschüss.